Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, ab darunter das Überlebensversteck holen. Beziehungsweise das Münzversteck ist es ja. Zack. Bestimmt wieder eine Stelle, wo ich auch schon mal vorbeigelatscht bin. Drüben? Ich weiß, hier war irgendwo eine Lücke im Fels, wo man durchklettern könnte. Ey, ich bin da schon wahrscheinlich dreimal dran vorbeigerannt. Vor allem auch genau hier lang. Da wird einem nichts angezeigt. Naja, gut. Hätten wir das auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen wir mittlerweile haben. 466. So, uns fehlt halt noch eine Flagge, die wir irgendwo abschnibbeln müssen. Und wir haben aber immerhin, da das Überlebensversteck und da die andere Truhe dann auch nochmal gefunden. So. Kommt sie hier nochmal hoch? Nee, ne? Das ist zu hoch. Doch. Ha. Wie cool. Sehr gut, Lara. Sehr gut. So, und wieder dahin. Ist halt viel hin und her Gereise derzeit, aber den ganzen Weg zu laufen wird dann doch länger dauern. Obwohl die Ladepausen echt nicht ohne sind, also das machen andere Spiele deutlich besser. Tatsächlich ein Tag-Nacht-Wechsel, ne? Jetzt ist hier nämlich Nacht. Letzte Folge war hier alles am, spielte sich hier alles am Tag ab. Wurden die Gegner schon wieder geladen oder sind die noch nicht? Dürften noch nicht wieder da sein. Doch, da ist einer. Schnauze. Nochmal einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das Ding lässt du mal schön fallen. Vielleicht ist die andere Flagge da oben ja nochmal irgendwo zum Abschneiden. Das könnte ja auch sein. Fehlt ja bloß noch eine. Aber die anderen Poster müssen wir dann auch nochmal suchen. Hier ist das. Okay, na gut. So, die letzte Truhe. Da hinten. Okay. Ah, stimmt. Da sind wir auch nicht durchgekommen beim letzten Mal. Gut, ja, auch das wieder eine Sache. Da konnten wir noch nicht rein, als wir zu dem Zeitpunkt schon mal hier waren. Deswegen gar nicht so schlimm. Da ist die Truhe. Und Vollautomatikflinte freigeschaltet. Achso, nee, 3 von 4 erst. Okay. Gibt es nochmal woanders Truhen? Oh, hier. Besondere Erz. Gibt es hier nochmal was? Nö. Gut, das war das. Also, wir hätten dann... die beiden Herausforderungen fehlen uns noch. Und ja, sonst hätten wir alles. Nur noch die Herausforderung. Sprich, eine Flagge. Ist jetzt bei Nacht ein bisschen schlecht zu sehen, eventuell. Ja, es geht vielleicht. Ich würde gerne nochmal da hoch. Gerade mal, ob ich die irgendwo wehen sehe. Da oben bei dieser Hütte, da war auch eine, das weiß ich. Weiß halt nicht, ob hier drüben eventuell eine rumstehen könnte, aber ich glaube da ja gar nicht.
Das ist halt mies, dass das nicht angezeigt wird, ne? Oder in welche Region das ist. Genau, da war die erste. Ich glaube, es wird immer die erste angezeigt, die man abgeschnitten hat. Du lebst noch? Warte mal, ich hab da noch mehr. Halt, auch in dem Scheiß. Ach so, hatte ich gar nicht getroffen. Alter! Meine Fresse. So, aus die Maus. Nochmal da hochklettern. Oder es ist halt wirklich die andere da drüben, die dort noch hängt, aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Wobei er nicht, denn hier oben baumelt auch eine von oben runter. Nee, das wird schon eine. Na gut, das ist eine andere. Wie zur Hölle konnte sie einen Gefängnisausflug hervorgehen? Das wird dich nicht schützen. Kriegst du keine zweite Gelegenheit. Die waren schon wieder da. Die habe ich vorhin erst erledigt. Du Arsch. Die da oben, meinte ich. Wobei, die wird nicht vorgehoben. Nee, das wird die nicht sein, das glaube ich nicht. Aber die Poster hier halt noch irgendwo, ne? Also, müsste wahrscheinlich jetzt hier jede Hütte nochmal irgendwie reingucken. Denn bisher waren die meiner Meinung nach alle in Hütten. Mies wäre es halt, wenn die da irgendwo auf einer Außenseite hinten drauf gepappt wären. Das finde ich immer schwierig, so Poster, das kann halt echt überall hängen. Komm schon, hoch mit dir. Das ist immer das Letzte, ne? Immer das Letzte. Ah, shit, das war zu kurz. Ah, ne. Okay, kann sich auch dort festhalten. Sehr gut, Lara. Sehr, sehr gut. Jetzt schleicht die schon wieder. Sind jetzt hier oben wieder Gegner? Angriff, wir werden angegriffen.
Da oben hing eins. Das weiß ich. Hier ist keins. Huch. Hier ist auch keins. Mehr von den Hütten. Ich vermute mal, dass da noch ein paar Poster hängen irgendwo. Aha. So weit leuchten die einem das alles aus. Okay, krass. Es ist halt gerade Nacht, das ist echt doof. Da hinten die letzte Flagge irgendwo sein? Das da, das sieht zumindest. Ja, ihr könnt auch hochklettern sein. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, der hoffentlich irgendwann mal angekündigt wird und dann nicht so lange auf sich warten lässt. Gerade in Mexiko, Yucatan, geile Sache, richtig geil. Bisschen mehr Urwald, ein bisschen weniger Kälte. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich mag das irgendwie so durch die Wälder, durch die Regenwälder dann vielleicht dort zu streifen oder was weiß ich, was die da vorhaben. Ich weiß, dass es später noch eine Stelle gibt, wo noch ein Poster hängt oder hing. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich das damals mal mitgenommen hatte oder nicht. Hier hing mal, glaube ich, irgendwo eins. Nee, hier nicht. Hier? Das könnte echt schwierig werden, da alles zu finden. Aber gut. Schade, dass die halt nicht angezeigt werden. Ich meine, okay, ich suche auch ganz gern. Aber das finde ich schon. Naja, vielleicht finden wir die ja noch. Ah, jetzt bin ich. Nee, bin woanders, okay. Ruhe. Da ist eins.
3 noch. Puh. Okay, die werden auch hervorgehoben. Super. Da hier wahrscheinlich kein zweites hängt, könnten wir, denke ich, hier weiter. Tja, hier gab es auch wieder viel zu kämpfen. Lang ist's her. Eigentlich ja nicht zu übersehen, die Poster, ne? Gerade wenn ich ja die Sicht anmache. Komme ich nicht mehr weiter? Echt nicht? Ah, okay. Okay, da kann ich da wieder runterrutschen. Ich bin mir halt echt unschlüssig, ob die Poster, ob die halt hier bloß hier hinten irgendwo rumhängen oder auch schon hier. Ich meine, es gäbe keinen Grund, warum die hier nicht rumhängen sollen, aber ich habe da nie eins gesehen irgendwo. Genauso mit den Fahnen, da waren halt die meisten hier versteckt und eins aber noch hier vorn. Tja, 3 Poster, 1 Fahne. Zu hoch? Achso. Tja. Hängt noch eins. Sehr gut, das hat gerade, das habe ich gesehen. Okay, 2 noch. Nanu? Dann gibt es noch einen Durchgang, den ich noch nicht geöffnet habe. Vielleicht hängt ja hier unten noch eine Flagge. Total unsichtbar. Achso, ich hätte. Fein, ich hätte da oben mal weiter. Ach, guck mal. Da gibt es nochmal Münzen. Noch ein kleines Versteck. Nett. Gut, ein Poster hätten wir noch. 2 Poster, 1 Flagge. Ding habe ich vergessen zu öffnen.
Ja, also da wird nichts weiter drin sein, ist nicht relevant für. Ärgert mich aber trotzdem. Ich glaube, es wird wieder Tag, oder? Oder muss ich bloß beliebig oft hin und her reisen zwischen den einzelnen Basislagern, um dann da so einen Wetterwechsel oder Tagwechsel hervorzurufen? Ich probiere das mal. Wir machen noch ein bisschen heute. Ich will mal da hoch zu dem. Vielleicht hat der noch was im Angebot, was wir noch kaufen können für die 500 Münzen oder wie viel wir noch dabei haben. Ich weiß auch nicht, was für die 100% alles zählt, keine Ahnung. Versuchen einfach alles einzusammeln. Nerven die mich vielleicht nicht immer wieder mit den Vorratsschuppenartikeln, Vorratsschuppen, ja doch. Sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Alles unnützer Kram. Was ist das hier? Gewehrgranatwerfer. Pistolenschalldämpfer. Nee, ich brauche davon nichts. Obwohl, wir können sie einfach mal mitnehmen, oder? Ich meine, was soll ich sonst mit den ganzen... Achso, gibt sogar EP dafür. Ah. Wahrscheinlich findet man genügend. Sei vorsichtig damit. Ja, schön. Genügend Münzen, um alles kaufen zu können. Laserzielfernrohr. Ich glaube, wir können uns alles leisten. Kaufen wir den mal leer. Ja, wir können uns alles leisten. Haha. So, jetzt macht dein ganzes Geschäft überhaupt gar keinen Sinn mehr. Viel Spaß damit. Damit hat man keinen Spaß. Freundchen, da gehen Leute bei drauf. So. Und trotzdem nehme ich plus Pfeil und Bogen. Nicht hinterher gucken, du Ferkel. So. Also, hier oben war ja, glaube ich, auch schon die eine Flagge. Echt mies, echt. Ey, nicht, dass die hier drüben irgendwo noch eine Flagge und ein oder hier so ein Poster noch versteckt haben. Eigentlich müsste ich logisch vorgehen und sagen, gut, ich habe jetzt hier ewig nichts gefunden mehr. So, einfach mal hier drüben zu gucken, obwohl ich ja sage, ne, da kann unmöglich was sein, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Bevor ich jetzt den Turm da hochkletter. Jawohl. Da sehe ich es vielleicht nochmal besser. Man muss auch hier durch, damit jeder Depp mitkriegt, dass hier dieser Laden ist. Wahrscheinlich war ja früher mal offen. Bis die gesagt haben, nee, mach da mal lieber noch einen Zaun hin. Nicht, dass man hier das nicht mitkriegen, dass man da Sachen kaufen kann. Die guckt immer noch da runter. Ist da was? Ach ja, stimmt. Ich wusste ja gar nicht. So. Da weht noch eine kleine Flagge, aber die wird halt auch nicht hervorgehoben. Wie bin ich denn damals da rübergekommen? Hä? Wo hab ich denn? Oder ging es hier woanders weiter? Nö. Wir sind doch damals von da drüben hier rüber. Oder? Tja, ich weiß es nicht. Dann halt anders.
Na gut, sonst wären es ja auch keine Herausforderungen, wenn die Dinger markiert werden. Stimmt schon, ist schon richtig. Das zieht sich halt, ne? Entweder ich suche die letzten Sachen dann wirklich so, bis ich sie selber gefunden habe, ohne Aufnahme, weil das zieht sich dann wirklich. Ich gucke jetzt noch so ein bisschen rum, vielleicht noch diese nächste Folge. Ob wir hier noch was finden, ist ja noch möglich. Ist ja noch nicht alles vorbei. Ja, das gehört auf alle Fälle dazu. Also kann schon sein, dass das hier auch noch ist, ne? Also. Irgendwie. Also ich würde hier eine Flagge irgendwo hinstellen, aber hier ist kein Platz. Nee, das glaube ich nicht, dass hier. Da ist nichts. Das wird schon da drüben irgendwo sein. War ich hier drin? Können ja hier noch mal reinschwimmen, nur auf Nummer sicher zu gehen. Oh, wir brauchen dringend wieder Pilze. Was ich gehört habe, klingt es, als hätten sie den Atlas gefunden. Nee, keine Flagge. Nach den letzten paar Einsätzen hatten wir nicht viel vorzuweisen. Ich wünschte, es wäre unsere Schicht gewesen. Das war Croft. Zuerst im Dorf und dann wieder bei dem Angriff auf den Turm. Ich weiß, dass Konstantin das glaubt, aber... Hallo? Warum wird er so markiert auf einmal? Moment, da war was. Da war was. Schnauze. Geht das? Ganz schnell. Zumindest eine Flagge steht hier nicht rum. Ich glaube auch nicht, dass die hier irgendwo Poster hängen haben. Nee. Nee, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich renne mal zurück zum Lagerfeuer, teleportiere mich dann nochmal woanders hin. Und ja, das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Halt! Mitnehmen. Sehr gut. Ciao.